Hallo und herzlich willkommen hier bei Rettel Kopf, nee, bei LS19, der KDM und Thüringen, 3.1. Ja, jetzt geht's diesen Faktor zur Wiese und wir düngen mal da noch weiter. Mal schauen, wie er sich so hat, bergauf. Ob das besser funktioniert, dass da entsprechend weniger Verluste sind, ne? Da wo es die 11% war und 9. Ne, das mal bauen. Dann mal gleich mal wieder alle einstellen, ne? Brauchen wir nicht gleich wieder. Die Kuste deaktivieren, das brauchen wir nicht dafür. Ja, wir haben Regen. Da steckt man gleich. Gas weg. Peter. Das bin ich so gewohnt, ne? Also bei Kettel und Kopf, da rollen die noch weiter, da brauchst du kein Gas geben, da musst du richtig bremsen. Gut, da kommt da jetzt noch ein Patch, ne? Also soll euch was kommen. Den Gruppe muss ich auch noch reinräumen in die Halle bei Gelegenheit. Weil da geht nämlich ein Ausweichkurs lang und das wird euch ungünstig. In diesem Stall werden wir nämlich Gülle fahren. Und das, ja gut, wir haben da nicht viel drin, aber wir müssen noch einige Tiere dorthin fahren. Ne? Also die ganzen Bullen, die wir haben aktuell, kommen dahin. Ne? Also die Kälber. Wenn die entsprechend Alter erreicht haben, dann kommen sie Schlachthof, ich glaube hier rechts. Nicht alles durch. Ich glaube, da war es gewesen. Aber du willst mir das erst kaufen, wenn ich das entsprechend, 180 Watt da oben, ne? Für Bordelektronik hier. Ja, was wollte ich sagen? Sobald wir genügend Tiere haben, dann kann man den Schlachthof zulegen, mal sehen, ob Schafe oder Schweine, mal sehen. Schweine habe ich alle auf dem Marsch, müsste ich hier keine mehr haben. Würde eher auf Schafe tippen, aber Schafe würde eher für Wolle gedacht, ne? Also weniger Schlachtfleisch. Ne? Okay, mal sehen. Wenn ich mal starten. Auf einem Hof sind, ist ja eh ein Schafstall vorhanden, den wollte ich ja nutzen dafür. Wäre ja blödsinn, wenn wir da jetzt extra einen Stall zulegen würden. Also ich möchte hier auf der Karte die Gebäude, die vorhanden sind, nutzen. Und im Grunde haben wir alles gebraucht, ne? Von Düngerfabrik bis hin zur Mischfabrik. Das können wir da alles herstellen. Das müssen wir nicht extra aufstellen. Ne? Säger haben wir auch mit Paletten. Also voll ausreizen, was hier geht. Und da sind wir auch gut beschäftigt. Na, was macht unser Fahrer hier? Ah, fährt gut. Wir fahren zu der Wiese 62, glaube ich, gewesen. Und düngen das weiter. Hatte ich angefangen gehabt und dann stellte ich fest, oh, die Rehe drin durch, dann müssen wir was tun. Und da hatte ich mir vor 7 Tagen mal nachgeschaut, Mensch, wo war der Traktor mit dem Pflegebereifung? Ich glaube, ich habe noch einen anderen Traktor gefunden, gehabt damals. Der mit weniger PS mit 260, aber hat er glaube ich gehabt. Die haben 313, das ist schon ordentlich, kann man sagen. Ne? Da muss man sehen, was man mit anderen Traktoren denn mache. Der eine war ja gewesen auf dem Sägewerk. Muss ich mal schauen, ob wir da verwenden können. Oder als mit Schaufel vorne und dann entsprechend Silage in den Dings kippen zum Beispiel, könnte man ja machen theoretisch, wenn es da eine passende Schaufel gibt, die einigermaßen noch bringt. Mal schauen. Und der kann einen ganzen Tag fahren, ne? Das ist ja nicht, Menschen müssen ja Regenjacken anziehen oder einen Schirm aufsetzen. Na gut, die merken eh nichts, ne? Ja, ich fahre eigentlich ganz gerne von innen. Ich hatte ja mal Eye-Tracking aktiviert gehabt und das habe ich mittlerweile deaktiviert, weil das spinnt. Also es reagiert meist nicht so wie es soll. Und das ist ja ungünstig, ne? Da hat man Düngerstreuer. Das dunkle Part ist gedüngt und das helle hat man nicht. Ich muss hier noch mal ein bisschen düngen, dass es noch wächst.
Die Schaltung wäre nicht schlecht, aber ist übertrieben. So. Lauf dran, ne? Jo, das passt. Bin ja sehr, sehr flexibel, ne? Kann mir eigentlich eine Achse drehen. So. Mal schauen, wie er sich hat, ne? Beim Gas geben. Immerhin geht er auf 10, 12 km/h und dreht kräftig durch. Ne? Das ist schon. Und er sackt auch ein bisschen ein, ne? Mit 30%, das ist schon der Boden schon weich, ne? Aber er macht seine 19 km/h, der andere hat ja kam ja knapp gar nicht hoch, richtig, ne? So ist das schon ganz gut. Die Wiesen müssen nicht groß sein, die müssen nur die nötige Silage liefern, ne? Und sobald das Klee reif ist und die Luzerne, das ist ja auch für Tiere möglich, ne? Gewachsen noch, wenn man nicht gemäht. Bei 100% müssen wir nicht bearbeiten, das ist ja so, das ist ja. Hauptsache ist so fast alles gedüngt, ne? Ja, noch Regen. In Thüringen war mal viel Regen. Hat aber den Geomod von Bayern, hat man nachgelesen, dann ist eigentlich mit Richtung Alpen gedacht. Ne? Ein bisschen. Ich sag mal so, fürs Mittelgebirge trifft es aber auch teilweise zu, nur in Alpen ist es mehr Regen als in Thüringen oder so, ne? Aber für Thüringen keinen Mod gefunden. Da keine größere Arbeitsbreite oder sieht so schmal aus? Der 77626 ist fertig. Müsste der unser Unkrautbekämpfungsmittel sein. Ich mache hier mal fertig. Wenn er fertig ist, er fertig, dann brauchen wir nicht eingreifen gleich. Aber noch eine Wiese am Hof, das muss ich auch noch machen, ne? Ja, bergauf, das ist schon zu merken, ne? Ja, wer Biomasse runterfährt, muss fährt ja auch Nährstoffe runter im Prinzip und dann muss man wieder zufügen, damit das nächste Gras wieder wachsen kann, ne? Also in der vollen Pracht. Das würde dann nicht mehr so voll wachsen wie das erste Mal. Ne? Das sowieso nicht, aber trotzdem braucht Dünger, ne? Nährstoffe. Hier gibt es ja nur Dünger, Anführungszeichen. Der Kettelkopf ist ja ein bisschen umfangreicher. Vielleicht kommt das hier auch noch. Abwarten, ne? So, dann fahren wir zurück zum Hof. Ich hatte ja erst gehabt wollte erst vier Traktoren kaufen, habe ich aber 5. Ja, vielleicht finden sie noch eine Verwendung dafür, ne? Ich habe hier im Prinzip zwei Maschinen für Unkrautbekämpfung und dann muss ich halt 3 für Dünger nehmen. Mehr Felder haben wir auch bald. Hier Feld Nummer 29 muss dann auch noch gemacht werden, irgendwann, wenn es gemäht wurde. Da braucht schon einige Fahrzeuge. Denn ja, 9000 60 muss noch gedüngt werden, ne? Oder es könnte auch der Traktor sein aus Feld Nummer 48. Das ist ein bisschen kleiner wie die 12. Nur kaum. Oh, Blocking Mist ist klar. Blocking, das ist der zweite. Ach so, okay. 2%. Wäre eh zu spät, ne? Wenn er stehen würde irgendwo und weiter abspritzen würde. Der Dünger ist da, ist fällt nur noch hier rechts. Und der macht aktuell 14, 16 km/h. Ist gut so. Ich habe gedacht, dass noch bevor wir das wächst, können wir da schon mal was machen, aber das ist nicht der Fall. So. Eine fährt 19 km/h, das ist wo. Den wollte ich auffüllen und dann hier.
Mal tun. Ach, die Wiese wollte ich machen, okay. Den brauchen wir nicht aufhören. Die Wiese, da wird es noch reichen. Ja, heute ist bei mir Dienstag. Mal sehen, ob ich heute alle 7 Wochen schaffe. Aber ich denke mal eher nicht. Es genügt heute die... Ja, 3 Folgen genügen. Ne, dann wünsche ich euch allen einen schönen Wochenstart. Ne? Hoffentlich habt ihr das bald geschafft, Richtung Urlaub. Oder ihr habt schon Urlaub. Bei mir ist noch ein bisschen fraglich. Aber ich weiß aktuell noch nichts. Arbeitskollegen dürfen arbeiten. Ja. Was ich damals sagte, wo das ganze Mist anfing, wo sie mit 3% wahrscheinlich haben sie jetzt so viele Aufträge, dass sie nicht retten können für Arbeit. Ob es damit zusammenhängt, das weiß ich nicht, aber wie gesagt, jetzt ist ja so. Naja gut, das kommt dann noch ein Faktor hinzu, wenn jetzt einer ein bisschen die Nase läuft, dann heißt das gleich, oh, schlimm, gleich nach Hause zu Hause bleiben. Und das ist dann so, der Krankenstand besonders groß. Und das holt es dann nicht auf, ne? Das mag von einem anderen Kollegen zutreffend sein. Das heißt auch nicht, dass sie Corona gehabt haben, sondern einfach nur erkältet, ne? Da haben sie Panik. Da gehe ich doch nur mal sicher und sage, okay, bleib zu Hause. Ja, bergauf hat er zu tun, ne? Ja, jetzt hier macht sie auch bemerkbar, dass der Boden nass ist, ne? Also hier mit dem Mod und so. Ist das so, ne? Junge, ich brauche nicht so lange, das täuscht. 19 km/h. Welche lohnt sich GPS nicht? Hätten wir auch mit Kurve machen können, ne? Machen wir auch. Okay. Kursgenerierung. 62, das ist 62, andere 63, okay. 1. Dafür haben sie ja, ne? Ja, ein bisschen genauer wie ich. Und schneller. Gut. Schalten wir durch. Das ist unser Sonnenblumenfeld. Der ist bei 2000 Litern. Das reicht nicht aus. Dann können wir auch die Fahrzeuge zurückfahren. Sägewerk arbeitet aktuell nicht. Ja, war nichts an den Balken. Ne? Holzbalken wäre voll. Das Lager ist ein bisschen knapp. Ein bisschen klein. Ja, da weiß ich auch keine Lösung für, ne? Bretter, das Lager ist nie voll, aber die Balken sind immer so voll. Und leider muss ich da sagen, würde ich mit dem Fahrzeug hier nicht klarkommen. Ein Outboard-Anhänger wäre ganz gut. Aber das sind ja Eierkartons. Naja. Kurz rüber. Mit starkem Bau geht das. Das sind 1, 2. Das lohnt sich nicht zu fahren. Gut. Paletten haben wir jetzt auch schon einige. Das ist jetzt aber keine Palette, das ist ein Holzbalken. 6000. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich verkaufen sollte. Ich glaube hier vorne rechts irgendwie. Glaube ich. Weiß aber nicht. Das ist hier. Wenn sie gewickelt werden, dann erscheinen die im Prinzip neu. Und hier sind die Paletten. Die. Auch durchgearbeitet, ne? Oder entsprechend. Ja, hier sind Leerpalette voll. Bretter ist aber auch nicht nur 1%, das ist ja nicht der Rede wert. Gut. Wollte ich gucken. Auf Feld 12. Der fährt komisch. Warum fährt er so komisch? Hat er da vergessen, ne? Hm. So. Der ist hier fertig.
Sieht so aus. So. Wenn wir den entsprechend für 47 zurecht machen, das ist keine Pflege, aber das ist ein anderes Fahrzeug, da müssen wir einer tauschen. Mal gucken, ob ich hier was eingelagert habe, ich glaube nicht. Am Hof. Der LKW mit nicht mehr viel drin sein normalerweise. Ja, Holzbalken haben wir aktuell keine. Hat ja keinen Zweck, ne? So, den müssen noch nicht voll gekriegt, Mensch. Hier stimmt was nicht. Müsste eigentlich drunter sein, ne? Dafür können wir ja die Fahrzeuge nutzen, ne? Eigentlich. Wo ist denn die an? Normalerweise schon. Ist hier sehr ungünstig. Es kann sein, dass ich den Punkt hatte. Das ist eher wahrscheinlich, dass so ist. Ungünstig, ne? So. Dann kann natürlich nicht. Das ist das Problem, weil hier Kurse. Ja, genau, das ist mein Problem. Das kann der andere auch alleine machen, ne? Den stellen wir hier mal eine Halle rein. Und muss ich mal schauen, ob der LKW noch drin ist. Hier in Halle nicht, hier vorne. Ja, nicht da, hier, da, da, da. Hier im Schuppen, da passen da zwei genau rein. Denn für den 47, da ist einer, müsste einer reichen. Der fährt sich schwer, also der ist so. Der hat so eine wackelige Deichsel hinten dran. So. Aber wir neigen uns heute wieder Ende der Folge. Ihr würdet es ja nicht übertreiben. Ne? So, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Dann seid mal tschüss, ciao, ciao. Ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen und fleißig liken und kommentieren. Ja, morgen geht's hier weiter, hier in Thüringen, mit, ja, mit der Arbeit, ne? Tschüss, ciao und bis dann, bis morgen. Tschüss.